Bei unserer Session heute ging es um Buchhandel.de. Und zwar war die Fragestellung, wie kann man diese Plattform neu aufstellen und was müsste diese Plattform für Buchhändler leisten, für Verlage leisten und auch für Autoren leisten, damit sie im Internet an Tragweite gewinnen kann und so viele Käufe generieren kann, dass es sich für Buchhändler lohnt, damit zu machen. Und also Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, eine große Marke zu schaffen, unter der sich viele Buchhändler versammeln können und die gleichzeitig es ermöglicht, dass man dort Bücher, Buchempfehlungen finden kann, Rezensionen finden kann, sich mit Leuten, denen man vertraut, deren Buchempfehlungen man gut findet, sich vernetzen kann und einen anderen inhaltlichen Zugang zu Büchern findet, als der derzeit bei Amazon zum Beispiel möglich ist. Dazu haben wir uns in verschiedene Arbeitsgruppen aufgeteilt und die Buchhandel.de aus der Perspektive von Verlegern, von Buchhändlern, von Autoren und von den Lesern uns angeguckt und verschiedene Punkte zusammengetragen, die wichtig wären, um die Interessen dieser Gruppen auf Buchhandel.de wieder zu spiegeln. Und das hat gut geklappt. Ich bin jetzt mit dem Ergebnis sehr zufrieden und nehme das als Input für die weitere Projektentwicklung wieder mit nach Hause.